Herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und leider haben wir wieder sehr, sehr schlechtes Wetter. Ich bin schon hin und her, aber irgendwie, es will nicht. Ein Auslocken bringt nichts. Egal. So, wir müssen jetzt hier im Regen arbeiten. Ich habe mir vorher versucht, schon mal hier die Stützen rein zu markieren. Na, dass man quasi, hier ist eine Säule. Auf der gleichen Höhe möchte ich da dann auch hier die Säulen haben. Und dann ist mir quasi so die Idee gekommen, warum eigentlich, so war das eigentlich damals auch schon geplant, diese Treppe, die hier nach oben geht, möchte ich jetzt auch auf der anderen Seite haben. Ja, weil vielleicht machen wir ja oben dann hier zu oder irgendwie. Mal gucken, wie wir das dann anstellen. Aber dann würde ich sagen, wir versuchen unser Glück mit 2.900 Blöcken, mehr habe ich leider nicht gehabt. Ja, probieren wir das jetzt mal hier nachzubauen. Und nachzubauen ist immer so eine Sache, ne? Aber nur eine Wand trennt uns. Und dann schauen wir mal, ob das nach was ausschaut. So, 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3, 4. Und dann bauen wir quasi die Leiter-Dingsen. 1, 2, 3, 4 und dann kommt, warte, wirklich? 1, 2, 3, 4. Ja, und dann kommt die da. So, tada! Das war ja schon mal schwer. Eieieiei. So, wir gehen jetzt nach oben. Wie weit? 1, 2, also, warte mal, wie machen wir das jetzt am dümmsten? 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6 Treppen nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich sollte ich mir Farbe holen. Das wird sonst auch richtig eklig, glaube ich. Wobei, schaut richtig aus. Das heißt, das machen wir jetzt auch gleich auf der Seite. So, 1, 2, 3, 4. 5. Eine noch, oder? Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Ja, doch, war richtig. Super. 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen wir hier die da. Jetzt hätte ich, egal. So, nur schon mal. Jetzt passt es. Und wenn es dann fertig ist, hat man eine richtig dicke, fette Treppe, mir fällt nur gerade auch auf, wie ich das damals eben beim Probieren gemacht habe. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Alles anders hier wieder, egal. Okay, dann machen wir das mal hier schön weiter. Da könnte man sogar alles von hier unten aus machen. So, sehr schön. Nein, das war nicht so schön. Warum? Warum nur? Na gut, weg damit. So. Oh, jetzt kommt schön Wetter. Oh, das freut mich. Okay, dann hier die Geländertreppchen. Und dann machen wir das gleich auf der Seite und dann machen wir unten drunter fertig. So, drei Stück. Drei. Drei. Nicht da drunter wieder, bitte. Ja, und die fehlgesetzten Blöcke, die häufen sich leider langsam auch an. So, dann brauchen wir, ich glaube, da habe ich nur zwei Stück verwendet. Einmal, komm, gib mir die da, kopieren. Einmal die kleinen. Na, warte, warte, warte. Kleinen und kopieren. Wobei, ich glaube, das ist schon richtig. Jawohl. Gut, mit denen beginnen wir und dann gehen wir bis nach oben. So, hier, die kleinen Drachenschuppen. Da muss ich jetzt gleich erstmal nochmal gucken. Warte, ich gucke sofort. Wir müssen. Okay, warte. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Warte, Bike brauchen wir gerade nicht mehr. Das heißt, wir müssen hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Richtig?
Da sind noch zwei übrig und da sind auch noch zwei übrig. Also passt das ja wunderbar. Da muss dann gleich noch eine. Verdammt. Da muss dann gleich noch eine Säule rein. Der muss erstmal weg. So, wunderbar. Zumachen bitte. Dann machen wir aber erst jetzt die Drachenschüppchen oder Schuppen. Und dann kommt hier die Säule dran. Genau. So. Einmal komplett ausfüllen. Und warte, doch hier auch noch. Genau. Hier auch. So. Und dann alles auffüllen. So, passt wunderbar. Und es läuft nämlich auch richtig gut jetzt. Das ist noch viel besser. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier Podest, drei Säulen und Podest. Wunderbar. Podest. Dann, warte, boah, ja, gerade nicht. Gerade können wir so dran arbeiten. Die da. Eins, zwei, drei, Podest. Wunderbar. Und dann, ja, dann müssen wir nochmal nach oben. Aber jetzt machen wir erstmal hier auf der anderen Seite genau den gleichen Quatsch. So, warte, warte, warte. Jetzt, nom, nom, nom. Brauchen wir auch gerade nicht. Also, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Miteinander verbinden. Ich glaube, genau hier ist. Ach so, nee, da, ja, doch, Säule, genau. Das ist in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, jetzt steht das Schild im Weg, aber nein. So, da habe ich schon mal markiert für die Säule. So, das heißt, hierchen, hierchen, dreimal Säule dazwischen und die Drachenschuppen. So. Das sind natürlich keine, aber irgendwie, ich finde. Ah, diese Wirbelsäulen bei dem Opernhaus, die fand ich schon richtig klasse. Eine Sauarbeit. Ja, aber ich glaube, ich würde es nicht nochmal so bauen, aber ich glaube, ich würde es nochmal. Nein, so nicht bauen. Aber ich glaube, ich würde es nochmal so bauen. Ja, da war schon irgendwie schon sehr, sehr cool, sah das aus. Mit wenig doch so eine Wirkung zu bekommen, war schon toll. So. Einmal schön komplett hier auffüllen und dann haben wir nämlich die erste Etappe von dieser Ding fertig. Super. Und wenn man dann da, ja, das sieht dann viel mächtiger aus. Und jetzt müssen wir natürlich in die andere Richtung gehen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, die Räume sind überhaupt gleich lang. Ich hoffe, denke, weiß es nicht. Warte mal, warte mal. Soll man zählen? Nee, eigentlich auch nicht. Ja, ich war kurz weg. Deswegen, ich muss erst mal wieder gucken, wo wir jetzt eigentlich weitermachen müssen. So, die beiden Säulen sind jetzt fertig. Wunderbar. Dann muss ich jetzt hier schnell schauen. Wir haben hier wirklich so angefangen? Einfach nur mit. Ja, Tatsache. Das heißt, alles klar. Ja, doch, warte, warte, warte. Und wie viele müssen wir da nach oben gehen? Lass kurz gucken, ob wir das hinkriegen. So, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stufen nach oben. Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin, gar kein Problem. So, sieben Stufen. Warte. Mama, 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 ganz normale Drehung bitte nur. So. Genau das da. Dann das da. Und jetzt brauchen wir sieben Treppen nach oben. Eieieiei. Normale Treppen bitte. So, das heißt hier jetzt eins. Eieiei, das gibt wieder so ein Gerinne. Zwei. Aha. Zwei. Jetzt kommt die dritte.
Warum baue ich eigentlich immer so einen Blödsinn hier? Ich fasse es nicht. Ach, je. Dahin. Dahin. Dann welche mit Geländer dran bauen. Da müssen wir gleich erstmal gucken, dass wir. Also, da haben wir gar nicht. Das Geländer kopieren, bitte. Danke. Da müssen wir erstmal unten schauen, dass wieder Unterstützung da ist. So, und das waren jetzt drei Stück, ne? Eins, zwei, drei. Jawohl. Dann müssen wir aber erstmal hochkrabbeln, damit wir da fertig werden. So. Wunderbar. Dann können wir aber eigentlich gleich hier oben auch noch fertig machen. Dann kommt da nämlich gleich noch die vierte Treppe drauf. So, gleich aber richtig Unterstützung bauen, weil sonst bringt das nicht. Bringt das nichts. Meine Güte, springen kann ich auch nicht mehr. Dann müssen wir gleich erstmal eine Säule bauen. Da muss ich gucken. Wie haben wir. So, das da ist die, die wir schon drüben haben. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben Blöcke auseinander. Ja, doch, weil wir machen ja auch gleich hoch und alles. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nur nochmal Kontrolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soll ich jetzt gucken? Oder? Na, wird schon passen, oder? Ah, komm, pfeif drauf. Wir vertrauen doch unserem Bauwerk, oder? So. Hierhin. Oh, ich werde es bereuen, aber wir machen es einfach mal. So, der da. Und der ist. Der müsste, glaube ich, komplett bis 51. Warte, 51, 52, 53. Ja, so müsste das eigentlich gehen. Also, komplett bis 51 nach oben. Eieiei, das wird gleich wieder ganz viele Blöcke geben, die ich einfach nur falsch setze. 46, 47, 48, 49, 50, 51. Oje, 51, 52. Jetzt ist die Frage, ist das da jetzt schon ein. Ja, das müsste. Ist das jetzt die Treppe? Oder ist das schon. Okay, warte, nee, die Säule ist. Okay. Die Säule ist nicht mehr in der Treppe inbegriffen. Okay, das bedeutet, wir müssen da kurz hoch. Noch einmal. Dann muss hier normaler Klotz drauf. Rein theoretisch müsste das jetzt hinhauen. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst gerade. Die da bitte einmal kopieren und da jetzt hinbauen. Ja, ah, das hält sogar, weil wegen dem. Jetzt die Frage. Es klappt. Wir haben alles richtig gemacht, Leute. Wir haben alles richtig gemacht. Wobei ich gerade sagen muss, ist das richtig? Ich weiß es nicht. Nicht runterfallen. Nur mal kurz drüben gucken, schnell. Aber doch, in der Tat, ist richtig. Schön. Weil mit der Drachenschuppe jetzt quasi. Keine Ahnung, warum ich das so nenne. Aber es passt. Also. Kein Grund zur Besorgnis. Gut, das wäre. Jetzt müsste ich das noch verbinden miteinander. Beziehungsweise, jetzt müssen wir da drüben aber noch eine Säule hinbauen, ne? Ja, genau. Also genau auf der anderen Seite von der Treppe, von der Stufe. So, das wäre da. Ah ja, falsche Seite. Falsche Seite. So, einmal hier dahin. Und die wäre. Oh, habe ich sogar direkt richtig. Na gut. So, hoch bis 51.
Komm, hoch mit dir. So, warte, wir können auch 1, 2, 3. Das wäre dann genau über uns. Dann sehe ich, wann wir aufhören müssen oder auch nicht. Doch, jetzt Podest. Glaube ich, denke ich. Bin mir gerade nicht sicher. Doch, bin mir sicher. So. Und voilà, passt. Dann können wir hier gleich schon mal fertig zumachen. Und von unten machen wir da noch die untere Treppendekoration dran. So, einmal kopieren. Und da dran kleben. Aber in der richtigen Drehung, wenn es geht. So. Immer mal wieder schön Wetter hier, Mann. Immer nur stehen wir im Regen. Das ist echt. Also Regen und Schlechtwetter hat mir hier echt mega viel. So, passt wunderbar. Dann können wir hier auch noch alles zumachen und schon haben wir eine stabile Treppe. So, haben wir alles? Sieht vollständig und okay aus. Okay, ja, wunderbar. Warte mal, wir brauchen noch Subnail und so. Vielleicht sollte ich aber drüben da machen, dann... im Prinzip spoilern die ja auch immer, ne? So, wir machen mal hier die Treppe. Dann haben wir die Treppe, aber nicht die Treppe, sondern die andere. So. Und das Gleiche, jetzt wird es auch noch nachts. Ah, da achte ich auch immer nicht, ne? Ich gehe, hol mir neue Klotzen, hau wieder ab und das war's dann. So, wie viel haben wir da jetzt inzwischen gehabt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 waren da inzwischen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Warte, Säule, Säule, Säule. Das war auf 51. Dann Podest und zumachen. So. Mit Karte gucken. 48, 49, 50, 51. 52, 53. So, das gleiche dann auch hier drüben. Ich hoffe, das passt jetzt auch alles. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3 dazwischen. 1, 2, 3 dazwischen und hier die Säule hin. Alles klar. Dann du da. Egal, warte, ich bin verwirrt. Da, so viele Klotzen haben wir jetzt schon unten und trotzdem reicht das nicht. Wir brauchen mehr Gürtelblitze. Ja gut, aber dann wäre man zu verwöhnt, also. So, 50, 51, 52, 53. Wunderbar. Und jetzt müssen wir hier mit dem Zeugs anfangen, genau. So. Dann die kleinen dran, bitte. Perfekt. Dann können wir nämlich mit der Treppe anfangen oder den Stufen, besser gesagt. Gib mir mal kopieren, das da. Rein theoretisch müsste... Das ist mir zu gefährlich. Das ist mir, glaube ich, echt zu gefährlich. So, dahin, dahin. Und dahin müssen wir halt ein bisschen laufen und klettern. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gerade drüben gemacht habe. So, da komme ich aber auch noch nicht. Doch, da könnte ich, aber ach, viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Dann brauchen wir hier das da. Das da. Wir müssen nur eins fertig kriegen. Rein theoretisch. So, dahin. Können wir jetzt? Ja! Tada! Okay, und da müssen wir jetzt die Dinger dazwischen klemmen. Warte, wenn wir jetzt von oben... Dahin. Ha, geht doch! Wunderbar! Dann brauchen wir die
andere Seite. Nur, dass wir schon mal haben, dann können wir hier in der Nähe immer kopieren. Und einmal hier die Variante. So, jetzt muss ich nur gucken. Ich glaube, ich muss aber vorher noch die Kleinen einsetzen, oder? Na, geht sogar gerade. Na, läuft ja besser wie gedacht. So, man sagt bloß, wir kriegen die ganze Treppe jetzt hier und heute tatsächlich fertig. Das wäre schön. So. Ja, jetzt noch hier unten und, na, wie gesagt, vielleicht bauen wir ja hier auch komplett Wände rein. Und dass man dann oben auf diese Treppe vielleicht angewiesen ist oder irgendwie sowas, wäre eine Möglichkeit. Und vor allen Dingen, ich kriege dadurch genug Säulen hier rein, damit das nach was ausschaut. Und dann hat man hier so eine schöne Doppelflügel-Treppe nach oben oder so. Genau. Ich habe doch keine Ahnung. Okay, jetzt hier unten mal noch hoch. Da müssen wir noch fertig machen und dann haben wir's. So, sind wir jetzt zu weit gehüpft? Wahrscheinlich. Ja, aber hier kommen wir schon mal ran. Machen wir gleich noch ein Stück weiter runter. Ja, ich bin wirklich zu hoch. Ich bin zu hoch und ich bin zu nah, sehe ich gerade. So, wobei, es geht. Wir können uns ja ein bisschen drehen. So. Wunderbar, runter. Dann, ach nee, da brauchte ich gar keine großen mehr, sehe ich. Doch, hier. Dann war ich doch richtig. So, dahin. Kommen wir da auch noch ran? Jawohl. So, hier noch dran? Nein? Ah, da kommen wir so ran, locker easy. So, tada! Dann wäre das jetzt... Warte mal, wie nehmen wir denn in die Hand? Ja, schön. Dann haben wir jetzt hier nämlich die Stufen auch komplett fertig. Und auf der anderen Seite. Und da Geländer brauchen wir noch auf jeden Fall. Und dann können wir nämlich auch hier mit den Säulen eben anfangen. Das wird jetzt natürlich auch ein bisschen eklige Arbeit. Aber halt nur im Sinne von hin und heren, abzählen, ne, Säulen bauen. Und dann haben wir das nämlich auch schon. So, zweimal drin, glaube ich. Dann müsste das nämlich hierher passen. Perfekt. So. Okay, ich würde sagen, ich mache das aber erstmal mit Holz vorarbeiten. Das wäre dann auf dieser Linie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke weg. Okay, das heißt, diese Linie, da wäre die Wand, dann haben wir 1, da müsste es anfangen, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 frei und hier dann die Säule. Wer auf der gleichen Höhe wie die, passt. So, dann lass mich kurz schnell schauen. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dazwischen. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wirklich nur 1, 2, 3, warte mal. Ah ne, wir haben, sind die dann gleich lang auseinander? Ja, warte mal, wir haben aber hier Fenster, die wir hier nicht haben. Das wird jetzt, glaube ich, ein Problem, oder auch nicht. Ich glaube, wir werden definitiv neben die Fenster die Säulen setzen. Weil wir haben hier jetzt noch mehr Fläche wie auf der anderen Seite, sehe ich gerade. Eieieiei, das könnte böse werden. So, komm mal hier hoch. Da müssen wir auf jeden Fall für ein bisschen mehr Unterstützung sorgen. So, und wenn es nur durch so eine kleine Säule ist, macht aber halt wirklich extrem viel aus. Da hat man ja gesehen, bei den Säulendekorationen oder einfach nur eine Art dran klatschen. Und schwuppdiwupp, schon passt das alles besser. So, nicht mit Beton hochframen, wenn es geht.
Also haben wir hier auch noch einiges an Arbeit. So, runter. Wir haben aber noch einiges auch an Blöcken, die wir noch verbauen können. Da können wir dann aber in der nächsten Folge direkt weitermachen. Und hier, das sieht zwar so aus, als wäre hier. Na, aber hier ist Glas dazwischen. Ich habe mir gedacht, obwohl ich komme ich gar nicht mehr durch. Wenn wir das dann schön anpinseln, es sieht zwar aus, als würde da was fehlen, aber da ist wirklich einfach nur Glas drinnen. So, dann. Warte mal, ich glaube, ich kann doch hier. Ah, ich kann doch hier hochklettern. Ja, dann bitte einmal hierhin. Dann die nach unten führen. Deswegen habe ich da ja auch diese Fenster genommen. Weil das einfach toll ist, wenn man da nicht hochframen muss. So, hoch mit uns. Da kommt erstmal. Warte, warte, warte. Da kommt erstmal die. Ja, die Dachschichten oder die Decke. Und dann kommt hier die Säule hin. Passt wunderbar. Und Podest und Säulen. Nein! Echt jetzt? Zum Schluss jetzt nochmal verdattelt? Na, egal. Aber wir haben es. Und so wird es dann alles schön weitergemacht, fertig gemacht. Gut, dann würde ich vielleicht sagen, ich markiere schon mal, wo die Säulen sind. Und dann können wir nächstes Mal hier wieder weitermachen. Weil Beton haben wir ja noch mehr als genug. Naja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!